Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hörmerbox von 257ers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hörmer von den 257ers, das Ganze am 4. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist am 4. Dezember erschienen, das neue Album der 257ers. Von der Boxoptik lässt nicht viel auf Musik schließen. Es sieht tatsächlich aus wie ein Brettspiel. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Es ist für mich eine absolute Premiere, so eine Box. Es gab ja schon diverse Rapper bzw. diverse Boxen, die nebensächlich dann auch noch ein Spiel reingemacht haben, zum Beispiel Bowser oder auch Deichkind. Aber ich glaube, es ist, soweit ich mich erinnern kann, die erste Box, die das Ganze, das Spiel so wirklich in den Vordergrund rückt und das Album bzw. die Musik eher so nebensächlich ist, zumindest jetzt was so das Box-Artwork und Design betrifft. Und zwar lesen wir hier oben einmal 257 Spiele, erinnert stark an das nicht mehr in Betrieb befindliche MB-Spiele, genau so hieß es damals, zum Beispiel 4 gewinnt oder so, war auch immer so rot-blau, MB, wer es noch kennt. Vom Saufen kriegt man Durst, 257ers, so nennt sich das Spiel. Und dann lesen wir hier, wie normal bei so einem Spiel, erstens mal, für welche Altersklasse das geeignet ist. 16 bis 420 Jahre, also da haben wir noch etwas Zeit, das Ganze zu spielen. Und es ist für 3 bis 6 Spieler geeignet. Durchschnittlicher Promillewert 1,2. Okay. Runde für Runde und Becher für Becher. Bechern, bangen und Spaß haben. Schafft es als Erster in die Mitte, das Spiel für die ganze Familie. So, das Ganze ist erschienen über Selfmade Records, Gold League. Die haben den Vertrieb gemacht. Hier lesen wir es zum ersten Mal. Hörmer ist ein Produkt. Okay. Barcode, ein Abenteuer-Saufspiel. Auf den Seiten wirklich komplett hier durchgezogen, diese Brettspieloptik, 257ers Logo und auf der Unterseite ebenso 257. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist natürlich abnehmbar, von innen weiß, beziehungsweise nein, grau. Und dann kommt uns das erstes hier schon entgegen. Ich gehe mal davon aus, es ist die Anleitung zum Spiel. Dann haben wir hier ein Poster mit dabei, diverse Spielchips, das sind eventuell die Spielfiguren, mit denen wir dann fahren können. Das Holz hat sich hier schon etwas gelöst. Okay. So, dann kommt der Spielplan, das Spielfeld. Natürlich das Album. Hör mal. Und hier geht es dann noch weiter. Wir haben hier einmal ein Shotglas. Dann Spielkarten in so einer Plastikverpackung und in einem wunderschönen Säckchen dann auch noch die Halterungen, diese Ständer für die Spielfiguren und zwei Würfel. So, das Spiel ist mittlerweile leer, also der Karton. Wir haben hier unten noch so eine Halterung. Wir schauen mal kurz rein, ob... Nein, hier befindet sich nichts mehr drin. War jetzt nur etwas neugierig, vor allem weil... Moment... Schauen wir mal, warum war ich neugierig, weil nämlich hier oben hier noch zwei Pfeile zu sehen waren. Deswegen dachte ich, dass hier vielleicht noch irgendwas drin ist, aber das wird wohl einfach nur dafür gedacht gewesen sein, dass die Leute das hier entsprechend richtig einkleben. Die Box ist ja auch nochmal designt, von unten, so sieht es aus. Also man sieht, es geht primär ums Bechern. Aber mir geht es trotzdem erstmal um die Musik, um das Album. Das ist dieses hier und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Also, das ist das aktuelle Album der 257ers. Hörmer, sie sind ja nach wie vor nur noch zu zweit. Keule nach wie vor abwesend. So, hier haben wir Schniesen und Mike und diverse andere Gestalten aus ihrem Umfeld. Der Albumtitel hier an die Wand getaggt. Dann hier unten links noch 257, reguläres Jewelcase und, ups, hier haben wir
Die Tracklist, die ist nicht durchnummeriert. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Feature sind zwei mit dabei, und zwar Alligator und STP. So, Barcode oder dergleichen gibt es auch nicht, denn das Album gibt es wirklich nur exklusiv in der Box, also physisch. Kann man so sonst nicht kaufen, nur digital. So, das Booklet ist recht dick. Was haben wir hier? So, Hammer 257ers, Enno Pape. Okay, hier geht's los. Nochmal die Tracklist mit den Interpreten. Ah ja, okay. Also wir haben hier dann die einzelnen Tracks. Und jeder Track hat so hier sein eigenes Cover bekommen. Das sind scheinbar auch irgendwie die Beteiligten. Also hier sind lauter Namen angeführt. Beziehungsweise war das, glaube ich, ja, jetzt check ich's gerade. Ich erinnere mich, es gab eine Aktion zu diesem Cover. Und zwar, glaube ich, konnten die Fans der 257ers das Cover gestalten. Da gab es einen Contest. Und die haben dann entsprechend ihre Ideen eingeschickt. So, also, es ist nicht die Tracklist oder die einzelnen Singles hier visualisiert, sondern es sind einfach diese ganzen Cover-Einsendungen und Vorschläge, die es eben nicht geworden sind. Das hier ist es offensichtlich geworden. Und das waren die ganzen Bilder, die Fans eingeschickt haben und die es dann aber schlussendlich nicht geworden sind. Also wir sehen, da gab es auf jeden Fall mächtige Auswahl. So, dann zum Abschluss hier die Credits zum Album. Dann hier noch ein Nachruf auf eine Person, die hier scheinbar im September 2020 verstorben ist. Und hier noch weitere Coverentwürfe. Okay. Auf jeden Fall eine interessante Booklet-Gestaltung. Dann haben wir die CD. Die ist in dem Stil des schlussendlichen Covers, also hier in Schwarz-Weiß. Okay. So, soweit zu der Musik. Wie gesagt, 12 Tracks hier im Jewel Case. Dann kommen wir zum Poster. Ich wollte schon sagen zum Spiel, aber erst noch zum Poster. Das ist das Poster. Ganz einfach gehalten hier in Schwarz und Weiß. So, hier haben wir auch nochmal den Namen des Spiels. Vom Saufen kriegt man Durst, 257ers, und darunter nochmal das Logo. Rückseite weiß. Also einseitig bedruckt das Poster. Als nächsten Inhalt haben wir natürlich zum Spiel passend ein Shotglas der Firma Böckling in Neudenau. Made in Germany. Grüße gehen raus. So, 257ers. Dann hier auch noch mit den entsprechenden Messstrichen. Also eingebrandetes Shotglas. Sehr schön. Wenn auch nur eines. Aber auf jeden Fall eine gute Sache. So, dann haben wir hier das Spielfeld. Das schauen wir uns mal an. Ich glaube, es gibt auch schon Videos von den Herrschaften, wie sie das Spiel erklären oder gespielt haben. So, also das Spielbrett sieht auf jeden Fall ja recht primitiv aus, zumindest jetzt was die Variationen betrifft. Also die meisten Felder beinhalten hier irgendwie Shotgläser mit unterschiedlichen Inhalten. Also ich würde sagen, das ist so ja ein Drittel, das ist so halb voll und grün ist dann ganz voll. Ja, und dann gibt es noch blau, lila und orange. Das sind dann so die Felder. Also insgesamt 6 verschiedene Felder da, wobei hier gibt es auch noch diese türkise Spirale. Ja, also eine begrenzte Auswahl von verschiedenen Feldern. Aber damit nicht genug. Wir haben natürlich auch noch Karten. Und ich schätze, die machen das Spiel dann richtig individuell. Und zwar, was lesen wir hier? Likes, Likes, Likes. Poste das letzte Foto von deinem Handy. Der Rest der Gruppe darf einen Text dazu verfassen. Okay, also es ist nicht nur ein Spiel, bei dem man sich restlos besaufen kann, sondern auch ein Spiel, wo man dann richtig Fremdscham entwickelt, weil einfach die einzelnen Gruppenmitglieder oder Mitspieler in unangenehme Situationen gebracht werden. Mama ist stolz. Die Gruppe schreibt gemeinsam an deine Mutter, Vater, Oma eine Nachricht. Jeder darf 2 Worte schreiben, bis 30 Worte erreicht sind. Ja, also ich glaube, ihr kriegt einen Eindruck. Welcome to Checkers. Mach einen Stunt. Die Gruppe entscheidet, ob er gut war. Okay, also nachdem da hier so Sterne drauf sind, gehe ich davon aus, dass diese Karten hier dann aktiviert werden.
Die genauen Regeln könnt ihr dann natürlich noch nachlesen. Wir haben hier dann auch noch ein Regelwerk. Also das sind die Karten. Kommen hier in diesem Plastik-Case. Dann haben wir die Spielfiguren. Hoppla. Eine hat sich verabschiedet, das Holz. Also 6 Spielfiguren, die auch hier ja, mehr oder weniger passend zum Album sind oder generell zu den 257ers. Ich schätze mal hier diese Holzschuhe, so ein bisschen Bezug zu Holland. Holz natürlich, Piraten. Gibt es auch einen Track, Jesus. Das ist dann wahrscheinlich das Roboterpferd. Und dann haben wir hier noch einen Astronauten. Also 6 Figuren. Die machen dann vor allem in Verbindung mit diesen kleinen Füßchen hier Sinn. Denn hier kann man dann zum Beispiel als Holz spielen. Dann macht man das hier rein. So, und dann kann man hier als Holz mitspielen. Es startet wo? Hier unten links auf dem gelben Feld. Und dann würfelt man sich in die Mitte. Ja, wie man da vorankommt, man weiß es nicht. Das wird alles sicher noch im Regelwerk stehen. Die Würfel, ganz reguläre Würfel in Rot mit gelben Augen. Keine Zahl hier irgendwie ausgelassen oder speziell. Es sind ganz klassisch durchnummerierte Zahlenwürfel. Und was haben wir hier? Die Anleitung. Also hier kriegt man dann einen Eindruck, wie man hier vorzugehen hat. Ja, also hier geht es dann los. Und dann hat man hier dann das Regelwerk. Also Trinkenfeld, Richtungswechselfeld, Kringelfeld. So wird gespielt. Also ihr seht selbst, die Anleitung ist recht kurz gehalten. Also es dürfte innerhalb von wenigen Minuten machbar sein, sich das Regelwerk hier drauf zu schaffen. Und dann kann man auch schon starten. Ich glaube eh, dass die besten Trinkspiele eher simpel gehalten sind, damit man nicht so viel Zeit immer braucht, um neue da mit reinzubringen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Spielbrett in Verbindung mit den Spielfiguren. 6 Stück hier zum Rausdrücken. Die haben dann eben diese Füßchen hier. Natürlich auch 6 Stück an der Zahl. 2 Würfel gibt's oben drauf. Dann diese Karten hier mit den entsprechenden Anweisungen. Das Shotglas, damit man hier wirklich gebrandet und mit Stil dem Spiel entsprechend Getränke zu sich nehmen kann. Das Regelwerk zum Spiel, die Spielanleitung, das Poster und natürlich das Album an sich. Hör mal, mit 12 Tracks im regulären Jewelcase. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Spiel, in dieser wunderbaren Box vom Saufen kriegt man Durst von den 257ers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die 257ers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.